Am Sonntag wurde ein neuer Bundespräsident gewählt und Hoyerswerdas Oberbürgermeister Stefan Skora war mit der sächsischen Länderdelegation dabei. Herr Skora, was war das für ein Gefühl? Ja, das war ein unbeschreibliches Gefühl, weil A, gehörte man ja oder gehörte ich ja zu den Menschen, die neben den Bundestagsabgeordneten aus der ganz normalen Bevölkerung zu dieser Wahl kommen durften. Das war auch eine Ehre und ja, das muss man sagen, es ist eine Ehre gewesen und es hat einen schon emotional auch berührt, dann im Deutschen Bundestag und im Reichstagsgebäude zu sitzen mit den vielen, vielen Wahlmännern und Wahlfrauen. Wie stelle ich mir das vor? Trifft sich so die sächsische Länderdelegation im Vorfeld oder ist man mit den Fraktionsvorsitzenden irgendwo nochmal im Gespräch, bevor so eine Wahl ist für die Partei, für die man nominiert ist? Ja, also es gibt verschiedene Runden. Natürlich haben sich auch die Kolleginnen und Kollegen, die auch mich entsandt haben, aus dem Sächsischen Landtag getroffen, separat getroffen, bevor wir dann in die große Fraktionssitzung der CDU-CSU gegangen sind. Und da waren dann alle Mitglieder, die durch die CDU-CSU in Deutschland entsandt wurden, in diesem Raum und in der großen Fraktionssitzung. Natürlich wurde diskutiert und auch mit dem Kandidaten gesprochen. Der Kandidat war ja auch anwesend gewesen, der gemeinsame Kandidat von CDU-CSU und SPD und auch den anderen Parteien, die ihn unterstützt haben. Ja, das gehört einfach auch dazu, dass man sich vorher trifft, informiert und auch Gedanken austauscht. Da sind wir bei informieren. Man hat ja sicherlich so seinen Favoriten als Kandidaten. Macht man sich trotzdem Gedanken über die anderen, die noch zur Wahl stehen? Ja, selbstverständlich. Man schaut sich ja auch die Liste an, wer als Kandidat noch vorgesehen ist durch die anderen Vorschlagsberechtigten. Weil letztendlich ist es ja eine Wahl, eine geheime Wahl, wo auch sehr darauf geachtet wird, dass es auch wirklich eine geheime Wahl ist. Und dazu muss man sich alle Kandidaten anschauen und sich über alle Kandidaten informieren. Norbert Lammert hatte, bevor er seine Rede hielt, sich bei Joachim Gauck, dem bisherigen Bundespräsidenten, bedankt. Da gab es lange stehende Ovationen. Ist das so ein bisschen Gänsehaut-Feeling? Es ist eigentlich alles, was man an diesem Tag erlebt oder erlebt hat am gestrigen Sonntag, alles mit Gänsehaut irgendwie verbunden. Sei es die Kolleginnen und Kollegen, und die mitgekommen sind, sei es die Räumlichkeiten und natürlich dann des Reichstages, des Bundestages, die Räumlichkeiten, weil sie alle Geschichte atmen, diese Räumlichkeiten, aber auch dann die Worte, die gesagt wurden und die Eröffnung des Bundestagspräsidenten mit seinem Dank an den scheidenden Präsidenten, da muss man wirklich sagen, das war wirklich Gänsehaut. Norbert Lammert hat ein paar historische Fakten, die auch ziemlich launig vorgetragen wurden, gebracht. Am Ende wurde diese Rede sehr ernst. Wie haben Sie sie empfunden? Ja, also das ist ja beim Bundestagspräsidenten so üblich, dass er immer diese Geschichtsabrisse bringt und dann immer zu dem Tag, wo das Ereignis ist, in diesem Falle war es ja der 12. Februar, dann immer etwas launig historische Daten hervorkramt, wo man da manchmal staunt, was es da so alles gab. Und wie er es macht, ist natürlich sehr gut. Also man hört ihm ungemein gern zu. Und weil man das ja auch aufnimmt, was er sagt und wie er es sagt. Und man muss sagen, man sollte es auch manchmal nochmal nachlesen, weil man kann auch nicht immer alles so gleich eins zu eins mitnehmen. Natürlich hat er auch ernste Töne angesprochen und das fand ich auch sehr richtig, weil das Gut der Demokratie, und das ist ja auch der Ausdruck dieser Bundesversammlung, das ist so hoch, also da lohnt es sich schon, dafür sich einzusetzen und auch dafür zu kämpfen. Was sehr auffällig war, es waren sehr viele Prominente, von Jogi Löw, Roland Kaiser, Veronika Ferres. Haben Sie die Chance gehabt, die Leute mal kennenzulernen? Also bei dieser Masse an Wahlmännern und Wahlfrauen war das nicht möglich. Also man hat sie gesehen, natürlich hat man sie dann in den Medien nochmal direkter gesehen, man hat sie auch auf dem Flur getroffen, aber ich sage mal aus meiner Person, dass ich da ein mehrminütiges Gespräch mit Jogi Löw oder mit wem auch immer entsponnen hätte, das ist nicht der Fall gewesen. Aber man hat sie im Umgang erlebt mit den Kolleginnen und Kollegen, man konnte sie beobachten, so wie wir uns alle gegenseitig auch ein bisschen beobachtet haben, weil das ist etwas Außergewöhnliches, bei so einer Bundesversammlung dabei sein zu dürfen.
Gab es den einen oder anderen Selfie? Nein, das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht gemacht, weil auch der Bundestagspräsident darum gebeten hat, das eben im Raum des Bundestages nicht zu machen. Ich habe aber festgestellt, dass es doch viele, viele gab, die sich daran nicht gehalten haben. Aber ich habe mich daran gehalten, weil ich gesagt habe, für mich ist einfach das Wirken lassen dieser Veranstaltung auf einen selber, das kann man mit Bildern nicht ausdrücken, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat man einfach jetzt, das Gefühl ist einfach da, die Erfahrung hat man gemacht und mit Bildern ist das nicht wiederzugeben. Frank-Walter Steinmeier ist gewählt worden. Sind Sie zufrieden mit der Wahl? Also ich will Wahlen nicht beurteilen, aber wenn von einer notwendigen Mehrheit, 631, 931, dann diesen Kandidaten gewählt haben, dann bin ich mir sicher, dass es dann auch die richtige Entscheidung ist. Und das ist eine Demokratie, in Wahlgängen zu entscheiden. Ein Wahlgang hat ausgereicht und der Kandidat, der mit der überzeugendsten Mehrheit, das sind immerhin 75%, gewählt wurde, ist der neue Bundespräsident. Und das ist Demokratie und dann ist das alles in Ordnung. Welche Erwartungen haben Sie an ihn? Ja, das ist ja das, was er gestern auch angesprochen hat, dieses Mutmachen und dieses sich einsetzen für die demokratische Verfassung in unserem Land und in Europa und vielleicht auch in der ganzen Welt, dass dieser Mut uns im tagtäglichen Leben stärker begleitet, weil die Demokratie aus der Historie heraus einfach das Beste ist, was es in unserem Land gibt. Und dieses hohe Gut sollten wir nicht zur Disposition stellen. Gibt es ein Erinnerungsstück, was Sie am Sonntag mitnehmen konnten, vielleicht im Besucherausweis? Ja, das gebe ich ganz offen zu. Das ist eine nette Frage. Den Besucherausweis, oder besser gesagt, Besucher war es ja nicht, dieser Wahlausweis, den ich hatte, den habe ich natürlich mitgenommen. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Skor. Bitteschön.